Willkommen, liebe Freunde, zu einer neuen Episode Walter Wild. Lange habt ihr drauf gewartet, ja, ich weiß, aber wir konnten es leider nicht umsetzen. Verletzungsbedingt musste ich auch die Jagd aussetzen, aber es ist wieder soweit. Trainieren darf ich zwar noch nicht, aber ich darf wieder jagen. Zu diesem wunderschönen Anlass, sage ich mal, die Eröffnung der Jagdsaison für mich persönlich, sind wir zu meinem Freund Max gefahren. Schön, dass wir beide sein dürfen, Maxi. Heute Morgen waren wir schon sehr erfolgreich. Max hat einen Bock geschossen, ich habe 2 Böcke geschossen. Wir fahren heute ins Revier von unserem Freund Micha, den habt ihr schon in der letzten Episode kennengelernt. Ich glaube, es war die letzte Episode, genau, wo wir die Drückjagd hatten, wo wir von Micha auch den Hofladen vorgestellt haben. Weil viele schreiben mir auch immer, hey Kevin, kann ich Wildfleisch bei dir kaufen? Nein, ich jage nur für mich und meine Liebsten. Aber ihr könnt Wildfleisch kaufen. Wie, warum und wieso, erzähle ich euch dann im nächsten Video. Jetzt kleiner Ausrüstungscheck und dann geht es auch schon raus ins Revier. Wir haben heute ein wirklich Sahnestückchen uns ausgesucht für euch. Also ein tolles Revier, einen tollen Revierabschnitt von dem lieben Micha. Lasst euch überraschen, ihr werdet es lieben. Kommen wir zur Ausrüstung. Die Bewaffnung fällt auf die K5 Kipplaufbüchse im Kaliber .3006 mit einem Z6i 1,7 bis 10 mal 42. Ja, also für mich eigentlich das beste Zielfernrohr. In dem Setup jage ich wirklich am liebsten. Die K5 wirklich ultra schön führig, also unglaublich schön führig, ultra leicht. Viele lachen mich immer aus, weil die halt ein bisschen komisch aussieht bei mir, weil die halt sehr, sehr... Max, kannst du mal dein Gewehr holen, damit wir mal einen Vergleich haben? Ja. So ist es. Ich habe noch einen Jackel-Schalldämpfer drauf. Ich habe mich bewusst für den Jackel entschieden, weil der weiter auf dem Lauf sitzt und ich somit einen besseren Schwerpunkt habe. Geschossen wird die .3006. Die RWS Hit Green habe ich hier schon bereit. Wärmebildgerät habe ich das Accolade 2 von Pulsar. Fernglas habe ich meinen L Orange, mein Swarovski, mein 8x42. 8x42 habe ich bewusst für entschieden, weil ich einfach dadurch weiteres Blickfeld habe. Und außerdem habe ich hier noch ein Entfernungs- und ein Winkelmesser drin. Habe ich auch im Accolade zwar, aber habe ich hier auch nochmal als Backup. Und was auf jeden Fall nicht fehlen darf heute, weil wir, wie gesagt, an einem sehr besonderen Ort sind, wo sehr, sehr viele Mücken sind. Mein Thermazellgerät kann ich auch jedem nur empfehlen. Der beste Mückenschutz, den es gibt eigentlich. Also auf das Ding ist immer Verlass. Wenn ihr momentan Produkte braucht von Franconia, könnt ihr 10% sparen. Und zwar mit dem Gutscheincode, den wir euch hier jetzt einblenden werden. Ich muss das selber nachgucken. APP alles 22. App. Achso, App alles. Ha, okay, doch einfacher als gedacht. Mit dem Gutscheincode App alles 22 bekommt ihr vom 28.06. bis zum 11.07. bei Franconia 10% auf alles, was es in der App gibt. Wir packen jetzt zusammen, fahren ins Revier und dann heißt es Waldmannsheil. So, wir sind jetzt angekommen und wir werden jetzt hier runterlaufen und uns dort ansitzen und dann gucken wir mal, was passiert. Wir haben auch noch einen Plan B zu späterer Stunde, wo eventuell noch Böcke kommen können. Jetzt gleich heißt es ganz leise sein. Waldmannsheil. Waldmannsheil. So. Bisschen abtarnen. Ich weiß, es ist komisch für euch. Ihr hört mich zwar, aber seht mich jetzt nicht mehr. Klamotten sind von Merkel Gear. Trage ich am liebsten. Passform ist super, Qualität ist super. Alles top. Let's go. Ich habe jetzt nochmal kontrolliert, ob der Schalldämpfer festsitzt. Passiert oft, dass der mal locker wird. Schießt natürlich nicht präzise. Ich habe die Waffe jetzt geladen. Und jetzt werfen wir uns da vorne auf den Sitze an den Büschen. Mega geile Fläche. Ich hoffe, wir können euch das gleich nochmal mit der Drohne zeigen. Zwischen den Seen. Auf so einer Insel. Ist natürlich extrem geil. Überall Gänse. Freue ich mich schon hier zu sitzen jetzt, weil es einfach schön ist. Ist auch so Balsam für die Seele, ne? Bevor ich beginne. Zeit Boote rumfahren, laute Motorräder.
ist nicht unser Tag heute für die Position hier. Heute Nachmittag waren wir hier um 15 Uhr und da standen hier zwei Böcke. Ich leuchte jetzt das Feld ab und dann gehen wir auch rüber zu Max und versuchen mal den Bock anzupirschen. Und wenn nicht, werden wir abbrechen und dann verlegen zu einer anderen Lokation, Location, einer anderen Revierteil. So, wunderschön. Das schmale Relikt. Hier bin ich tatsächlich abgekommen. Ein bisschen weich. Ein bisschen sehr weich. Mhm. Hab die Distanz unterschätzt. Hatte mein Fernglas im Auto gelassen. Waren doch ein bisschen weiter als gedacht habe. Ich dachte so vielleicht 100 Meter. Das waren so 160, 170 Meter. Auf dem Pirschstock. Naja. Ist so wie es ist. Es liegt, ist alles gut. Wird schönes Grillfleisch draus gemacht. Dadurch, dass der Weitwund ist, können wir da jetzt keine Wurst draus machen oder sonst irgendwas aus hygienischen Gründen. Deswegen werden wir das jetzt ausnehmen. Oder ich werde es ausnehmen. Und dann werden wir zu Micha fahren und ihm sein Reh bringen. Weil wir haben es ja in seiner Pacht erlegt. Deswegen gehört das Stück auch Micha. Aber wir werden natürlich alle davon essen. Spätestens am 15. zur Eröffnungsfeier von der Wilderhütte Kade. Als Brauchtum macht man den letzten Bissen in den Eser. Dann Einbruch auf Stück. Weidmanns Heil. Weidmanns Dank. So. Los geht's! Wir bringen jetzt dem lieben Micha sein Wildbrett. So, jetzt spülen wir das Schmalreh noch auf. Ja, ja, fein. Schön aufpassen. So Freunde, das war's von Walter Wild. Eine neue Episode für euch im Kasten. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Schreibt gerne in die Kommentare, wenn wir mal irgendwas für euch umsetzen sollen. Max, vielen, vielen Dank, dass wir bei dir jagen durften. Micha, vielen, vielen Dank für das Schmalreh. Aber du hast es ja wiederbekommen. Und ja, wir sehen uns wieder, wenn es wieder heißt. Willkommen bei Walter Wild.